Leute gar nicht schlecht bezahlt werden, aber es kommt wenig bei ihnen an. Es gibt in ganz Europa nur ein anderes Land, wo die Differenz zwischen Brutto- und Nettogehalt so groß ist, oder wo die Differenz zwischen Brutto- und Nettogehalt größer ist als in Österreich, und das ist Belgien. Das heißt, bei uns bleibt dir relativ wenig über, auch wenn du ordentlich arbeiten gehst. Und das führt dann zur Absurdität, dass, wenn man sich genau anschaut, wie lang muss denn jemand arbeiten, um sich trotz Steuerlast eine Stunde beim anderen Handwerker zum Beispiel leisten können. Wenn ein Installateur 10 Stunden arbeiten geht, dann kommt er ungefähr auf das, was er braucht, um sich legal eine Stunde eines Automechanikers leisten zu können. Und andersrum ist genauso. Ein Automechaniker muss rund 10 Stunden arbeiten gehen, dass er den Arbeitslohn beisammen hat, legal, dass er nicht im Fusch, sondern legal beim Installateur eine Stunde sich leisten kann. Und da ist einfach was krank im System. Das wird man nicht von heute auf morgen ändern können, aber man kann die Steuerlast schrittweise senken. Andere Länder haben das geschafft, und das hätte ich auch vor.